Es ist eine neue Eskalation der Gewalt in Hongkong. Unbekannte Schlägertrupps gehen in der Nacht in einer U-Bahn-Station auf regierungskritische Demonstranten los. 45 Menschen werden verletzt, einige von ihnen schwer. Eine Person schwebt noch in Lebensgefahr. Wir dulden keine Gewalt. Lassen Sie mich ganz klar sagen, Gewalt ist keine Lösung. Gewalt wird nur noch zu mehr Gewalt führen. Bereits am Abend war es zu Ausschreitungen gekommen. Demonstranten hatten eine Straße besetzt. Die Polizei setzte daraufhin Tränengas ein. Erstmals griffen die Protestierenden auch das Gebäude der chinesischen Regierung in Hongkong an. Ein Affront auch für China nahestehende Politiker in Hongkong. Dieser Übergriff sollte streng bestraft werden. Diese Provokation muss gestoppt werden. Sie beschädigt sehr die Beziehung zwischen der Zentralregierung in Peking und Hongkong. Zuvor am Nachmittag waren mehr als 100.000 Menschen friedlich in Hongkong auf der Straße. Sie demonstrierten bereits das siebte Wochenende in Folge. Auslöser der Proteste war ein geplantes Gesetz, das Auslieferungen nach China vereinfacht hätte.